Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Das mit Wien hat mal nicht so ganz geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Und Studio und Werkstatt und alles aufzunehmen, weil es waren nur 24 Stunden, die ich in Wien war. Ja, ich habe jetzt gerade 2 Stunden Pause, weil wir hier auf den Testlauf warten. Und somit nutze ich einfach die Zeit im Auto und drehe ein Video. Ich würde es gerne draußen drehen, aber leider ist im Gelände Filmverbot. Also habe ich mich ins Auto versteckt. Und ja, ein Thema. Ein Thema, über das ich gerne sprechen möchte, ist jetzt häufiger aufgekommen, auch bei uns wiederum bei der Arbeit. Ihr wisst ja, ich nehme gerne Themen, die auch bei uns in der Arbeit so vorkommen. Und auch hier jetzt gerade eben wieder stark gemerkt. Und da geht es eigentlich um einen wesentlichen Vorteil, den wir eigentlich immer ignorieren. Hier, Isolierung. Ja, wird komplett ignoriert. Nein, wird nicht komplett ignoriert, aber man tut es nicht schätzen oder... Keine Ahnung, man sagt, okay, ja, macht man, und weil dann tropft es nicht so. Oder warum wir eigentlich isolieren, machen sich sehr, sehr viele Leute keine Gedanken darum, und wie man richtig isoliert, erst recht nicht. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht der Isolierprofi. Gar nicht. Ja. Ich habe einen Spitzenisolierer bei mir in der Firma, und meine Kollegin, die mit mir immer unterwegs macht, die hat sich es angetan, das, was ich nicht isoliere, das isoliert sie. Ja. Das ist halt, ja, ich glaube, sie mag es auch nicht, aber sie will es nicht zugeben. Nein, um was geht's eigentlich? Ja? Warum isoliere ich eigentlich Leitungen? Ja? Reden wir jetzt mal in erster Instanz von Normalkälte. Da wird normalerweise die Saugleitung isoliert. Ja, warum? Weil wir meistens eine Tauwasserunterschreitung haben oder Taupunktunterschreitung haben. Dadurch fängt sie an zum Schwitzen. Und dadurch tropft es. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt gerade toll, wenn du jetzt irgendwo durch ein Lokal fährst oder im Boden fährst und das ganze Ding tropft in alle Ecken und Enden. Ja? Was habe ich aber noch für einen Grund, warum ich es isoliere? Zum Beispiel Überhitzung. Ja, wir reden ja immer von Überhitzung vom Ventil, ja, das, was wir einstellen können und hin und her. Aber wir haben ja auch eine Überhitzungsstrecke über die Saugleitung. Und wenn natürlich diese Strecke relativ lang ist zum Beispiel oder sehr viel Wärme dazu kommen könnte zu dieser Rohrleitung, dann unterbinden wir quasi, also unterbinden ist ein bisschen brutal ausgesagt, aber die Sauggaskühlung. Wenn ich jetzt einen Kompressor habe, der sauggasgekühlt ist, und ich überhitze unnötigerweise das Kältemittel, dann könnte mir natürlich im Worst-Case-Fall passieren, dass ich keine Sauggaskühlung habe oder zu wenig Sauggaskühlung habe. Ja? Ich meine, das sind schon Extremfälle, ja? Aber jetzt nur mal zum Nachdenken, warum man Isolierung noch brauchen könnte. Ja? Das nächste ist nicht nur die Sauggaskühlung selber, ja, sondern wenn wir ein bisschen zurückspulen, ein Verflüssiger. Ein Verflüssiger hat eine Aufgabe, die gesamte Wärmeenergie der Anlage aufzunehmen. Das bedeutet, Wärmeenergie, die der Verdampfer aufnimmt, auf das auch die Anlage kalkuliert ist. Dann die Überhitzungswärme vom Ventil, das sind meistens diese 6 bis 12 Kelvin, die wir da fahren. Ja? Und dann die komplette Sauggasüberhitzung, auch die muss der Verflüssiger abgeben können, und natürlich die Wärme, die der Kompressor produziert. Ja? Also, das sind diese ganzen Wärmeenergien, die der Verflüssiger abgeben kann. Wenn ich jetzt unnötige Wärmeenergie zuführe über die Saugleitung ohne einer richtig guten Isolierung oder so in Richtung, dann könnte es auch wiederum bitte im Extremfall dazu führen, dass der Verflüssiger einfach zu klein ist oder zu klein wird, weil die Anlage hat früher funktioniert, jetzt funktioniert sie nicht mehr, wir haben permanente Hochdruckprobleme. Woran kann es liegen? Natürlich, wir haben wesentlich heißere Tage, die Anlage ist vielleicht nicht auf die jetzigen Umgebungstemperaturen ausgelegt, aber ich habe schon sehr häufig den Fall gehabt, dass der einfach die Isolierung schon komplett Schrott war, die Leitung oben am Dach läuft, ja, Kilometer lang, ja, und Kilometer meine ich wieder übertrieben, sondern ein paar Meter, und die Sonne breitet aufs blanke Kupferrohr raus und das Kältemittel kommt extrem warm schon zum Kompressor an, ja, und wir kriegen diese Wärmeenergie einfach gar nicht mehr weg. Ja. Also auch hier ist wichtiger Aspektpunkt für die Isolierung nicht nur Tropfen, sondern auch natürlich die Wärmeenergie, die wir zuführen. Im Klimasektor ist ganz, ganz wichtig, da kennen das ja alle, ja, das sind ja in den normalen, ich rede jetzt wieder hier von ganz normalen Splitanlagen, so Multi-Single-Splitanlagen, ja, wo beide Rohrleitungen isoliert sind.
Ja, und da fragen sich natürlich viele Leute, warum, wenn ich auch als Prüfer, und für alle Leute, die mich als Prüfer haben, können sich jetzt schon mal aufschreiben, oder weniger, frage ich sehr gerne, ist, warum beide Rohrleitungen isoliert sind. Und die häufigste Antwort, die ich bekomme, wegen Heizbetrieb. Ja, natürlich, dass wir Wärmeenergie nicht so verloren bekommen, akzeptiere ich, aber warum brauche ich es im Kühlbetrieb? Ja? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Ja, nicht, weil es tropft. Klar, auch hier haben wir den Fall, es würden beide Rohrleitungen anfangen irgendwo zu tropfen. Wenn ich jetzt in Wohnung bin und da hängt das Innengerät und überall tropft es runter, ist der Kunde sicherlich nicht glücklich. Ja. Aber wir reden jetzt hier vom technischen Part, und beim technischen Part würde nichts anderes bedeuten. Bei den meisten oder fast bei allen normalen Standard-Split-Anlagen sitzt das Expansionsventil oder das Drosselorgan draußen im Außengerät. Das bedeutet, die Rohrleitung, die zu unserem Innengerät geht, quasi unser Verdampfer, ist die Einspritzleitung und nicht die Flüssigkeitsleitung, wie wir es bei der normalen Kälte im Prinzip gewohnt sind. Ja? So, was sagen wir bei der Einspritzleitung grundlegend immer? Wir sagen immer, die sollte so kurz wie möglich sein. So, jetzt habe ich aber 10 oder 15 Meter Rohrleitung, heißt aber auch, ich habe 10, 15 Meter Einspritzleitung. Und wenn man jetzt ungefähr jetzt schon ein bisschen die Kälte nicht verstanden hat, weiß man, dass man in der Einspritzleitung schon in dem sogenannten latenten Bereich sind. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich Kältemittel einspritze, bin ich zwar flüssig, aber ich bin schon im latenten Bereich. Bedeutet, ich kann verdampfen schon. Bedeutet, wenn ich Wärmeenergie zuführe, dann verdampft schon mein Stoff. Und wir haben im Prinzip, bevor wir überhaupt zum Innengerät ankommen, dort, wo wir die Wärmeenergie vom Raum entziehen wollen, haben wir schon eine Vorverdampfung, mehr oder weniger. Ja? Das bedeutet, wir haben eigentlich nicht mehr die Leistung am Innengerät da, weil das Kältemittel, weil die Rohrleitung nicht sauber isoliert ist, anfängt dort auszudampfen, und wir haben dann im Worst-Case-Szenario 50% oder 30% Flüssiganteil und 70% gasförmigen Anteil im Innengerät, dort, wo ich eigentlich die meiste Wärmeenergie aufnehmen brauche, wo ich eigentlich diesen latenten Bereich so dringend notwendig habe, ist weg. Haben wir nicht mehr. Und ich muss als Beispiel auch sagen, ich habe wirklich so einen Kunden gehabt, der hat geheißen, ja, ich soll dorthin fahren, da fehlt Kältemittel bei einer Klimaanlage, er bringt nicht mehr die Leistung. Und ich habe mir die Anlage angesehen, sage ich, ich vermute hier keinen Kältemittelmangel, weil auch hier ist die Rohrleitung am Dach oben entlang ungeschützt entlang gelaufen, und die Vögel haben die ganze Isolierung weggepickt, da ist die Sonne drauf geprallt. Ja. Ich habe einfach aus dem Auto einen Amaflex genommen, und ich habe ja immer Isolierung im Auto drinnen, ja. Habe es aufgeschnitten, hab das drüber gemacht, hab's zugeklebt. War eine Arbeit von, sagen wir mal, 30 Minuten. Die Anlage hat wieder funktioniert. Tadellos, ja. Das lag wirklich nur daran, weil wir einfach diese Vorverdampfung gehabt haben, bevor wir über beim Innengerät angekommen sind. Und dann habe ich halt massiven Leistungsverlust. Ja. Fällt natürlich bei überdimensionierten Anlagen nicht so extrem auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein 7 kW Innengerät habe, ich brauche aber nur 3 kW, dann fällt das natürlich nicht so ins Gewicht. Aber gerade heutzutage, wo die gerade die Klimaanlagen relativ knapp kalkuliert werden, ja, weil man Multisplitanlagen hat und sagt, okay, naja, ich brauche eigentlich 10 kW, ich verbaue ein Außengerät nur mit 6 kW und mit 8 kW, weil ja nicht alle Räume gleichzeitig laufen, vollkommen berechtigt. Und dann fehlt natürlich sehr schnell, oder es macht dann sehr, sehr schnell einen Unterschied, ob eine gute Isolierung oben drauf ist oder nicht. Im Zuge dessen möchte ich aber auch eins zugeben, jeder kennt mittlerweile kältetechnisch das sogenannte Klimakupfer, ja, dieses weiß isolierte, fixfertig isolierte Kupferrohr. Ja. Und jetzt kommen wir zum Punkt, dass natürlich das auch zwecksentfremdet wird mittlerweile in der Normalkälte. Ja. Und ich sehe auch jetzt schon sehr, sehr häufig, dass auf einmal bei Tiefkühlanwendungen die Sorgleitung mit einem Klimakupferrohr mit so einer weißen Isolierung isoliert wird. Ja, weil einfach, da spart man sich. Klar, Amaflex kostet Geld. Ja. Klar, es ist natürlich super toll, wenn die Rohrleitung fixfertig isoliert ist. Ich brauche mir die Arbeit nicht antun und kleben und stickern und was kommt das alles. Ja. Aber, ja, das eist halt durch. Ja, klar doch, für den Kunden, wenn das irgendwo läuft, wo es keinem interessiert, auch kein Problem. Wenn es natürlich zu einem Schaden kommt, weil es irgendwo bei, dann nachher raus aus der Zelle fährt, zum Beispiel jetzt, ja, und da unten am Boden entlang, und dort tropft nach jeder Abdauung schön brav das Wasser am Boden runter, merkt man am Anfang gar nicht, ja, und irgendwann dann mal hat man einen riesengroßen Schaden. Das ist nicht gedacht für eine Tiefkühlisolierung. Also definitiv nein. Ja.
Umgekehrt natürlich sehe ich dann aber auch, dass die Flüssigkeitsleitung auf einmal, weil man so Splitleitung genommen hat, auch isoliert ist. Und wer dann ein bisschen mal den Kältekreislauf nochmal denken tut, ja, Unterkühlung. Wir wollen ja eigentlich eine Unterkühlung haben und wir sind ja froh, dass wir eine relativ größere Unterkühlung haben, ja, also zumindest so groß wie möglich, wenn man es kalkulieren kann, dass der Druckabfall nicht so extrem wird. Und wo unterkühle ich noch? Ich unterkühle weiterhin über meine Flüssigkeitsleitung. Ja? Und unterkühltes Kältemittel bedeutet schlicht und ergreifend, also größer unterkühltes Kältemittel, mehr Leistung. Ja? Weniger Stromverbrauch, bla bla. Also gut, gehen wir wieder ins Detail, will ich jetzt nicht machen. Aber größere Unterkühlung ist natürlich besser. Warum in Herrgottsnamen isoliere ich dann diese verdammte Flüssigkeitsleitung? Nur weil ich zu faul bin, die Isolierung einfach abzuschneiden, wegzunehmen, dann könnte rein theoretisch die Anlage noch schön weiter unterkühlen. Ich habe ja, ich will jetzt nicht sagen wesentlich mehr Leistung, das wäre jetzt wahrscheinlich auch übertrieben von mir gesagt, ja, aber ich hätte mehr Leistung. Ja. Das heißt, man muss differenzieren, wo isoliere ich und wo isoliere ich nicht. Was macht einen Sinn, was macht keinen Sinn. Ja. Zweitens, im Gewerbebereich halte ich persönlich von diesen weißen Klimakupferisolierungen nichts, ja. Aber ich mache sie ja auch selber bei einer kleinen Kühlzelle oder so in der Richtung, dass ich das schnell mal nehme. Natürlich, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, ich mache das nie. Das ist ja komplette Pfusch oder so in der Richtung, will ich nicht. Aber wenn ich es nehme, dann muss ich mir auch sicher sein, dass die Isolierstärke das auch aushält, was ich brauche. Dafür gibt es im Internet übrigens Listen, ja, von der Firma Amaflex, die bereitet das euch auch vor, ja, man kann mit denen auch in Kontakt gehen zum Beispiel, das sollte jetzt keine Werbung sein, aber mit denen arbeite ich einfach am meisten zusammen, was Isolierungen anlangt und habe ich von denen zum Beispiel mal eine Liste bekommen, bei welchen Umgebungstemperaturen, bei welcher Rohrleitungstemperatur, bei welcher Feuchtigkeit muss ich welche Isolierstärke nehmen und glaubt mir, wenn ihr da mal so eine Liste reinschaut, wird euch schlecht, was ihr nicht alles in den letzten 15 Jahren falsch gemacht habt, ja, klar, die müssen sich natürlich absichern, die müssen natürlich wesentlich höhere Isolierstärken angeben, denn wenn dann mal was tropft und man sagt, hallo, ich habe das alles eingehalten, ne? Liebe Firma, halte du die Garantie, dass tropft, ja, ist natürlich ein bisschen übertriebener jetzt da, aber das ist ja überall so, ja, aber es sind teilweise drastische Unterschiede bei einer Normalkühlzelle, wo ich früher eigentlich immer so mit 9 mm isoliert habe, also typisch Klimakupfer, ja, und da kommen 13 mm mal raus bei normalen Bedingungen, ja, also nicht einmal bei extremer Luftfeuchtigkeit, die ich dort habe, ja, sondern wirklich bei Normalbedingungen kommt auf einmal eine 13 mm Isolierung raus. Und dann kann ich mit dem Klimakupfer schon nicht mehr fahren. Ja. Dann muss ich separat isolieren und dann muss ich das aber auch schon in der Planung mit kalkulieren, weil Amaflex natürlich Punkt 1 nicht so billig ist und Punkt 2 natürlich die Verarbeitungszeit auch Zeit braucht. Ja. Und da komme ich jetzt beim Isolieren nämlich zum nächsten Thema. Ja. Bei vielen Anlagen, gerade im Tiefkühlbereich, also dort, wo wirklich extreme Isolierungen gefordert werden, ja, kann ich nicht mehr einfach den Schlauch nehmen und über die Rohrleitung drüber ziehen, ja, weil am Punkt, wo der Knick ist quasi vom Bogen, ja, drücke ich die Isolierung quasi dann ein, ja, und genau dort wird mir bei tiefen Temperaturen anfangen, das Eis zu wachsen und genau dort reißt die Isolierung dann wieder auf. Deswegen baut man sich quasi solche Bögen, ja, die bestehen aus 3 Stück, die werden zusammengeklebt, ja, und das braucht einfach Zeit. Ja. Das bedeutet nämlich, wenn ich sage, okay, ich muss eine Anlage isolieren, dann geht das nicht, oh, ich bin in 10 Minuten fertig, ja, sondern ich muss dann zum Teil wirklich einige Stunden, ne, und bei manchen Anlagen, bei uns sogar einige Tage, ja, kalkulieren, dass wir die Zeit zum Isolieren bekommt. Punkt 1, stresst niemals einen Isolierer. Ja, den Fehler habe ich selber gemacht, meinen Isolierer gestresst. Ja. Quintessenz ist, wir haben nachher die Hälfte nachher nochmal isolieren müssen, weil natürlich schnell, 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 wie fertig werden, kleb, kleb, kleb und dann reißen natürlich die Kleberstellen auf. Das ist so. Der Kleber braucht Zeit zum Trocknen. Und das heißt auch im Klartext, ich schmiere nicht einfach Kleber drauf und papp das zusammen, so wie es die meisten machen oder wie ich es auch früher gemacht habe, bevor ich es gelernt habe, sondern ich klebe da drauf, halte das da drauf, blase ein bisschen und denke mal, es ist gut. Nein, zum Teil gibt man Kleber drauf, legt es auf die Seite und wartet je nach Kleber sogar 10 Minuten, bevor ich das überhaupt hier drauf klebe. Ja? Manchmal sogar 15 oder 20 Minuten. Und das kommt wieder auf den Kleber drauf an, den ich verwende. Ja? Das heißt, im Idealfall, je nachdem, wo ihr euren Kleber kauft, wir machen es immer relativ einfach. Ich kann euch das mal kurz hier zeigen.
wir machen uns den Kleber selber an. Das ist ein fertiges Kleber und den verdünnen wir quasi dann hier mit Amaflex Entferner, je nachdem, wie wir kleben wollen. Jeder Isolierer macht sich seinen Kleber grundlegend selber. Bedeutet, der eine mag es ein bisschen flüssiger, der eine mag es ein bisschen dickflüssiger haben, der eine mag es ein bisschen schneller, dass er anzieht. Einer sagt lieber, ich lasse mir lieber mehr Zeit, klebe das, legt das hin, weil ich klebe 300 Stellen, unter Anführungszeichen jetzt gleichzeitig. Ja, und deswegen, die schmiere ich einfach alle einmal ein, lasse die da stehen, gehen da rauchen, deswegen habe ich es lieber flüssiger. Also da ist jeder eigen. Ja. Ich nehme immer das, was ich bekomme, ja, weil nachdem ich so selten isoliere, nehme ich immer das von den Isolierern weg von uns. Ja, habe ich auch immer die Unterschiede, das muss ich mich auch immer anpassen. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi im Isolieren. Ich werde natürlich auch so wie alle anderen versprochenen Videos einmal mit unseren Isolierern gemeinsam ein Video drehen, dass die auch zeigen, wie man diese Bögen schneidet, wie man das praktisch wirklich sich herrichtet und wie man das zusammenklebt. Auch da werden wir ein Video machen, weil ich ja der Meinung bin, das habe ich auch schon mal irgendwo, glaube ich, bei der Cooling Couch erwähnt, dass in unserer Ausbildung das Isolieren komplett wegfällt. Also ich kenne keinen, der anfängt hier, okay, komm, setzen wir uns mal 2 Tage hin, sowohl in der Berufsschule oder als zumindest hier in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ausschaut. Also die ich jetzt im Moment kenne, machen das gar nicht, ja, also isolieren lernen. Und klar, es ist ein eigener Lehrberuf, aber zumindest gerade für Kälteanlagentechniker ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu lernen, wie mache ich das richtig. Diese Erfindung, ja, was die Leute lieben, dieses hier, ja, selbstklebende Armaflexband, ja, oder auch Pfuscherband in Fachkreisen genannt, ja. Das ist nicht dafür da, um, wenn ich jetzt da zusammenklebe, oh, das hält nicht, naja, gehen wir einfach einmal Flex drüber und wickeln das ein. Ja, im Notfall, im Notstörungsdienst, ich sehe alles ein, wirklich, aber wenn ich jetzt Neuanlagen habe oder wenn ich jetzt da eine Reparatur habe und ich habe die Zeit dazu, dann mache ich das doch sauber, nehme einen Kleber, nehme eine Amaflex Matte zum Beispiel und klebe die drüber. Ja? Amaflex Matte zum Beispiel, ich bewege mich kurz rüber, hier so etwas zum Beispiel. Ja? Wir haben hier sogar eine selbstklebende Amaflex Matte, ja, auch das gibt selbstklebend. Meistens verwende ich aber eine normale Matte, die ich einfach mit dem Kleber drauf gebe. Die schneidet man sich dann genauso zu, wie man sie braucht, ja? Und alle sind glücklich und happy, ja? Und ich habe das sauber. Fühler isolieren, ja, Expansions- und Fühler isolieren, ja, die Leute machen das auf die Rohrschelle drauf und dann nehmen sie das super Band hier und kleben das ein. Dann musst du mal irgendwann daran, ja, dann kannst du diesen ganzen Scheiß da, Entschuldigung, runterschneiden, ne? Und dann verfranst das aus mit den Jahren, klebt das dann überall in allen Ecken und Enden. Wenn ich jetzt eine Matte nehme, einfach die Matte auf 2 Stellen, also vorne am Schnitt, einfach klebe, dann brauche ich nur hingehen, mit dem Messer den Schnitt noch einmal aufschneiden, kann das ganze Ding wegklappen, kommt zum Fühler dazu, tausche von mir jetzt die EV und tausche den Fühler aus, nimm dieselbe Matte wieder, klebe sie wieder vorne zurück und die Geschichte ist erledigt. Ja. Ist kein Mehraufwand, ist sogar weniger Aufwand im Endeffekt, als wie wenn ich den ganzen Blödsinn von Amaflex wegkratzen muss. Ja. Also Es geht einfach. Klarer doch, bei Neumontagen und wenn man wirklich sauber isoliert, braucht es halt wirklich Zeit. Das stimmt. Es ist ein massiver Mehraufwand zum Teil bei Baustellen und das muss im Vorfeld kalkuliert werden. Ja. Aber ich will halt auch mal sagen, schön isolieren ist natürlich geil. Ja, schaut auch die Anlagen weitaus besser aus, als wie irgendwie da mit Amaflexband oder was auch immer, wo man es herkauft. Ja, wie gesagt, Amaflex ist die, mit denen ich halt am meisten arbeite. Das soll, wie gesagt, keine Werbung sein. Die anderen sind genauso gut, nur die bekomme ich halt ich persönlich nicht so schnell daher wie halt die. Ja? Und somit bin ich auch an meine Lieferanten gebunden. Ja? Ja, das eigentlich zum Thema Isolieren. Was soll ich noch sagen? Ja, überall, wo es schwitzt, kalt wird, gehört isoliert. Wir haben jetzt einen Fall, wo wir hinfahren müssen, wo es einfach irgendwo runtertropft in einem Labor, wo es einfach nicht tropfen soll und du fängst halt wirklich an, jedem Punkt nacheinander irgendwo nachzuisolieren, zu schauen. Die Stellen müssen natürlich in dem Fall trocken sein, bevor ihr isoliert. Das macht wenig Sinn. Oder normale Zimmertemperatur haben wäre auch ideal und nicht unbedingt gerade bei minus 40 Grad Celsius. Dass ihr da anfangt zu isolieren, das ist auch nicht unbedingt gerade zielführend. Und wir haben in letzter Zeit wieder sehr, sehr häufig massive Probleme bezüglich Isolierungen. Auch bei einer Anlage, die wir jetzt gebaut haben, wo es auf einmal durcheist, weil wir einfach so kalt sind, dass unsere Isolierstärke nicht ausreicht, wo wir jetzt doppelt drüber isolieren müssen, einfach um
quasi die Eisbildung auf der Rohrleitung zu unterbinden. Oder da, wo wir jetzt gerade eben sind, auch hier hat jemand vergessen, die Flansche, die großen Flansche da zu isolieren. Wir sind dort hingekommen, ich hätte Eiskulptur bauen können. Ja, also wirklich hätte ich das gelernt und hätte einen Eispickel und einen Hammer mitgehabt, da hätte ich mich gehen lassen können. Ja. Ist natürlich auch nicht unbedingt gerade geil, wenn es nicht in einem Raum steht, wo es egal ist, wo ein Bodenablauf ist. Ja, leistungstechnisch scheiße, tropftechnisch wäre es hier dem Kunden vollkommen egal. Es steht hier auch in Diskussion, ob wir es isolieren sollen oder nicht. Das lassen wir mal dahingestellt. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn uns auch ein bisschen die Zeit davon läuft. Aber das ist jetzt ein Thema, was uns gerade eben sehr, sehr stark betrifft. Und wie gesagt, ich sag's wieder, ich hoffe, nächste Woche bin ich in Wien. Ist eigentlich der Plan, dass ich jetzt dann 3 Wochen in Wien bin und dort auch dann schön am Abend Videos drehen kann. Da würde ich auch meinen Isolierer mit einladen, da würde ich auch ein paar Techniker von mir mal einladen, die mit Recyceln und allem drum und dran, was ich also versprochen habe. Jetzt müsst ihr euch noch mit meinem Gesicht unter Anführungszeichen anfreunden, aber wir haben es ja bald geschafft und in diesem Sinne, ich glaube, das ist alles, was ich erzählen kann über das Isolieren. Ja, aber ich hoffe, es war interessant. Und wenn ja, lasst ein Like da. Vergisst die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ein Abo da zu lassen und schaut regelmäßig bei Insta vorbei. Dann wisst ihr auch, wo ich bin. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie natürlich auf unsere E-Mail-Adresse oder schreibt es in die Kommentare einfach hinein. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Sommersaison. Ciao, ciao!